Herzlich willkommen zurück zu South Park, die rektale Zerreißprobe. Victor Sidekick, es ist Zeit für den Zuckerzorn! Das, was er da macht, muss hundertprozentig extremst gesund sein für einen Diabetiker. Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht. Oh Gott. Das war zu viel. Ich brauche mein Insulin. Ich brauche mein... Oh nein. Oh Gott, mein Insulin ist alle. Oh je. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe gleich an einem Zuckerschock. Ich sterbe. Oh Gott. Mama. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte. Okay. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Wunderbar. Alles cool bei Perfekt. Cool. Ja, selbstverständlich. Aufwachen. Hallo. Ui. Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Das heißt unseren speziellen Burrito. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Dann Mahlzeit. Aha, wir können Zeit reisen. Wow. Oh, okay. Ich lebe. Was ist gerade passiert? Wer bist du? Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre an Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Zeitfurz. Klitsch. Yeah. Neue Fähigkeit. Na, endlich. Nutzen Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Claffy. Gut, Freunde. Wir haben sie gefunden, aber die ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhn-Freunde, los geht's. Ich glaube, wir werden mal die neue Kraft ausrüsten. Aha. Anscheinend haben wir die Kraft irgendwie automatisch aktiviert oder so. Interessant. Und ich habe gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich habe gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Ja, Loot! Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Und das auch noch okay finden, weißt du? Wenn du mich fragst, wollen die nur ihren Kummer ertränken. So Carbonara oder Pasta Schutta wäre jetzt wirklich ziemlich gut. Mm. Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ja, meiner Meinung nach haben eine Menge Drogenabhängige einfach nur Probleme in ihren Beziehungen. Wahrscheinlich dröhnen die sich zu, weil sie sich von ihrem Partner eingeengt fühlen. Das muss schrecklich sein. Oh, Ist jemand an der Tageskarte interessiert? Nein, okay. Da sind die die Coons! Keine Ahnung. Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein. Wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Stimmt, Eric. Ja, sie können nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, sieht mal nach. Ruf, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erstmal ein paar Grissini. Der Kuhn. Also, jetzt haben wir einen neuen Charakter auch noch. Sehr gut. Ja, damit, das ist schon okay.
wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Hm. Ah. Hey, unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Die Tüten sehen gefährlich aus, eigentlich. Hey, Mann! Vielleicht können wir irgendwie Chancengleichheit schaffen. Hm, mal schauen, wie man den Koch Chancengleichheit. Hm. Wir sind eindeutig in der Unterzahl. Kampfvorteil. Du wage, meine Restaurante zu behandeln wie billige Trattoria. Okay, die echten Helden sind jetzt da. Ja, die echten Superhelden eilen zur Rettung. Das geht alles von meiner auf der Arbeit Saufzeit ab. Gib meine Eier in deine Soße. Nein, nicht! Nicht mein Ragout! Gut, gut. Ich glaub, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Jetzt wird gesammelt. Sehr nett. Deine Fürze sind mega krasse Hilfsmittel für den Kampf. Dein neuester Furz kann einen feindlichen Zug komplett löschen. Dann werden wir das mal ausprobieren, oder? Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Vielleicht seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Okay, schon! Bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Aus dir, ich mache eine richtig saftige. Aha, der Koch kann heilen. Interessant. Hier geht's gleich heiß her. Ich mach Filet aus dir. Zeig uns, was du drauf hast. Wenn ich noch kriege, was ab? Ihr müsst alle spülen. Ja, blutend, yeah. Wer hat die Tracht Prügel bestellt? Sag Bescheid, wenn du genug hast. Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Oh yeah. Die Balk ist durch. Kann's jemand garnieren? Stillhalten. Willst du noch ein Creme Fraiche Bukake dazu? Nein, danke. Dafür spülst du einen Haufen Töpfe und Pfannen. Ich schicke dich im Pizzakarton heim zu Mama. Prost. Fühlt den Zorn von Humankind. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Ich verlasse mich auf dich. Zeig euch gleich, warum Kinder hier nichts zu suchen haben. Scheiße, ich blute alles voll. Ich raste dich richtig durch. Das nennt man Weichklopf. Ich störe ungern bei der Pizza-Party. Ja, ja, yeah, der erste ist weg. Unterschätzt niemals die Kräfte von Diabetes. Reiß dich zusammen. Bereit zum Abflug. Oh ja, das habe ich gebraucht. Yeah. Mache das nochmal, denn ich dich mache platt wie eine Pianina. Captain Diabetes ist kampfbereit.
Oh yeah! Hiebe im Namen der Gerechtigkeit! Reich, bist du nur noch eine weitere Fleck auf meine Schürze? Nein, nein! Verkackt! Ich bin drin! Okay! Steht bereit, hier kommt Kite! Zeig ihm, was du drauf hast! Mach die fertig, Wunderarsch! Haltet eure Dreckschliffel von unserem Wald fern! Hör mal los! Kapau! Ja! Seht ihr, Captain Diabetes ist cool! Du wirst gleich quietschen wie abgestochene Sau! Bereit machen für fieses Blinzeln. Hier, bitte! Danke! Schlag sie für den Kuhnfurzkiste. Mahlzeit. Ja, damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. Aus dir, ich mache Hackfleisch für Cannelloni. Streng dich mal an, Alter. Human Kite, startbereit. Du kannst auf mich zählen. Warum liegt da überall Katzenfutter herum? Sehe ich erst jetzt. Physischer Schaden, das Beste. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Ich bin dran. Ja. Gute Nacht, Koch. Bin ich Küchenchef? Scheiß bist du! Pew, pew. Sind deine Laser auf Auftauen gestellt? Gib mal mehr Gas, Human Kite! Alter, kümmere dich um deinen Scheiß! Tja, ich hab wohl eine Pause! Man nennt mich auch den Pfannenschänder. Diabetes-Time. Bam! Ihr könnt Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Was würde aus diesen Trotteln Schutt und Asche machen? Ach ja, Zorn des Kite. Der Zorn des Kite, yeah. Blödsack. Sehr gut, Wunderarsch. So eine Kacke. Oh ja, Kite hat's erwischt. Aber das werden wir wohl schaffen. Eins, zwei, Diabetes. Jawohl. Und Stufenaufstieg, Stufe 4, endlich. Großer Platz, jawohl. Wenn ich kein Insulin dabei habe.
Vielleicht könnte mein Zuckerzorn irgendwie triggern. Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen. Moment, ich hab's. Deine Fürze, deine grauenhaften Fürze bringen mich zur Weißglut. Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zur Claffy-Taktik. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Okay, liebend gern. Nicht so schüchtern. Was ist denn deine Superkräfte nicht an mir? Sag mal, bist du eigentlich schwerhörig? Wie soll ich mich hinstellen? Analysiere. Okay, kannst du ihn raushauen? Es hat geklappt! Okay. Wir haben es geschafft! Der Weg ist frei! Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Diabetes-Zorn. Ui, Loot. Loot. Wow. Heiliger Bimbam, was ist das? Das sind ja die ganzen verschwundenen Katzen, oder? Können wir die Katzen jetzt befreien? Wenn ein Endkampf mit einem Boss bevorsteht, schau nach, ob du genug Heilmittel hast und hab deine besten Artefakte einsatzbereit. Krasser Tipp. Genau, Artefakte. Danke, Dolly. Aha, Gesundheit, okay. Ah, okay. Hey, buddy. Mini-Sicherheitskamera. Wir können leider keine der Katzen befreien. Schade. Ist das die Mafia? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist aus, Claffy. Die Kids sind Bullen? Das ist kein Kopf. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Und die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatsch-Wichser nicht vertrauen kann. Leb wohl, Captain Diabetes. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Oh oh. Ah! Randy! Nimm einen Schlüssel! Ich hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Ah! Der ist dicht vom Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den es gibt. Ah! Fuck, lass wow. Uns. Wow. Na gut, Captain Diabetes.
Schlüssel. Nö. Ich hab sie niemals ans Steuer. Dann stirb. Die Bilder sind einfach so wunderschön. Das hat doch keinen Sinn, Mr. Marsh. Ich rufe Ihre Frau an. Als Herrn da raus, und... Das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Zeig ihnen, was du drauf hast. Warte, ich bin auch Diabetiker, also bitte hau mich nicht. Captain Diabetes macht keine Ausnahme für Sean. Diabetes. Ja, yeah, Schutzschild. Fühlt den Zorn von Humankind. Pew, pew. Lass dich nicht so vermöbeln, duck dich mal oder so. Shit, Sekunde, Nachricht von Sharon. Ich kann nicht schreiben, wieso kann ich nicht schreiben? Warum sind meine Daumen so groß? Hey Siri, sag meiner Frau, sie soll die Fresse halten, ich kämpfe gerade. Kacke im Mund. Ach, der kann sich heilen. Randy kann sich heilen. Nein! Super. Mein Schlüssel! Wir haben die Macht des Rotweins wohl unterschätzt. Der hat mehrere Angriffe. Komm wieder, wenn du Haare am Sack hast. Ah! Das Macaroni-Bild. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Kein Schmerz! Nimm das! Oh shit, das hat sicher wehgetan! Alter, streng dich mal ein bisschen an! Wie, du verlierst, Nigger! Wow, also... Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Nein, nicht wieder heilen. Ich habe immer gehofft, dass mir dieser Anblick erspart bleibt. Ja! Aha, geile Moves. Gefällt Classy. Ihr dreht voll am Rad. Yeah, Ultimate bereit. Ich glaube, es wird Zeit für Eric's Ultimate-Angriff. Cool. Der Schlüssel bleibt bei mir und damit basta! Los, Pixie! Ah, Mist. Oh shit, ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Okay, jetzt gib mir endlich meinen Schlüssel. Echo, gute Arbeit, Fuchslord. Ich blute noch. Ich sollte wohl mehr trinken, um die verlorene Flüssigkeit zu ersetzen. Lass dich von diesen Bitches nicht fertig machen. Ach, Mist. Zeig ihm, wer der Boss ist!
Ja, okay, war mal. Okay, ich nehme ein Taxi. Geht gut sein. Ja, ist auf jeden Fall wichtiger als das Drogenteil. Und dann gibt's noch Cisco. Nur so ein Low-Class-Vollspaß, der immer übers Kohlescheffeln labert, weil irgend so ein weißer Penner jetzt der neue Big Boss ist, über den die Drogen und Nutten und der ganze andere Scheiß laufen. Okay. Aber nicht mit mir. Ich bin mein eigener Pimp, verstanden? Meine Pussy ist mein Lebensunterhalt. Die lasse ich doch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Nigger verwalten, dessen ganzes Einkommen auf illegalem Scheiß basiert. Entschuldigung, aber was ist mit den Katzen? Oh, die Katzen? Dieser kleine asiatische Freak namens Yakiababa oder so bezahlt 6 Pressler, damit sie den Leuten Katzen entführen. Kranke Scheiße, man kann doch nicht einfach die Pussy von anderen beanspruchen, der gehört in den Knast. Und wo lang? Genau. Ich sag's euch, aber erst wenn ihr mir Polizeischutz oder so'n Scheiß gebt, klar? Die Nigger meint's echt ernst, also müsst ihr versprechen, Classy zu beschützen. Harold Cartman, hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Morgen ist Schule. Mom, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ihr geht jetzt alle nach Hause, sonst rufe ich eure Eltern an. Sorry, Mrs. Ah, der Humor ist einfach und wer göttlich. Ist diese Stripperin? Das Kuhn-Team hat mir Schutz versprochen. Hier kann sie nicht bleiben. Dann nimm du sie mit zu dir, Blitzfreak. Okay. Okay. Und jetzt die Nachrichten, die sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park. Guten Morgen, South Park. Gestern Abend hat ein unbekannter Selbstjustizler der Famboni-Familie ihr verbrecherisches Handwerk gelegt. Und das im Alleingang. Mehr dazu von einem Zwerg im Bikini. Tom, ich stehe vom Bucca de Fagoncini, wo der Selbstjustizler dem Verbrechen in South Park den Krieg erklärt hat. Die Kameras zeigen eine junge Person, die den Leuten ins Gesicht und auf die Eier furzt. Verstörende Bilder. Das Kind kam rein und fing an, die Leute anzufurzen. Wie aus dem Nichts, Mann. Vielleicht lehnt sich endlich jemand gegen das Übel in dieser Stadt auf. Dieses Kind ist ein Held. Ich finde, das Kind ist eine Bedrohung. Wie lange dauert es, bis er oder sie einen Unschuldigen tötet? Wie lange dauert es, bis aus Daredevil der Punisher wird? Ha? 3 Staffeln? 3 Staffeln! Die Polizei hat einen Haufen illegaler Gegenstände gefunden, die das Restaurant mit einem größeren Verbrechersyndikat in Verbindung bringen könnten. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was für eine Nacht. Berichten zufolge hatte der Selbstjustizler sogar einen Sidekick. Zunächst wies alles auf einen Sidekick hin, aber Untersuchungen zeigten, es war nur ein Knirps mit Diabetes. Danke, Zwerg. Und die Frage, die alle heute Nacht wachhalten wird, lautet natürlich, wer ist der furzende Selbstjustizler? Das werden wir nicht verraten. Scheiße aussehen. Ihr habt's verkackt. Es war nicht unsere Schuld. Dieses Kind kam einfach ins Restaurant und fing an zu furzen, als gäbe es keinen Morgen. Ihr Italiener sollt das Produkt nur an den Mann bringen. Die Chinesen und Russen machen den Rest. Alles muss diskret und leise ablaufen, sonst erfahren die Leute die Wahrheit. Das der Polizeichef? In die Drogen und den Alkohol tun, um für mehr Verbrechen zu sorgen. Was zum... Ihr macht einfach weiter euren Teil und bringt das Zeug unter die Leute. Sonst mache ich vielleicht direkt mit den Russen Geschäfte. Oder mit den Chinesen. Oder mit den 6-Klässlern. Oh, Schule. Mann, hab ich gut geschlafen. Ja, ich auch. Bester Schlaf seit Wochen. Und? Habt ihr gestern Abend irgendwas Interessantes gemacht? Nee, nur das Übliche. Ein bisschen ferngesehen und dann ins Bett. Ja, nichts Aufregendes in unserem öden Leben. Okay, tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Du hast einen langen Tag vor dir. Schlüpf ins Superheldenkostüm und warte auf Anweisungen vom Kuhn. Ja, aber das alles sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis bald. Euer Jack.